Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. In der letzten Folge hatten wir mehr oder weniger eine Ausflugsfolge in meine private Welt. Oder beziehungsweise in ein anderes Safe Game. Nun, wir müssen jetzt mal ein bisschen wieder hier vorankommen. Uns gleich anfangen mit bauen. Ich baue mal besten gleich so rum. Okay, das ist ja hier eigentlich egal, das wird ja hier später eh abgebaut. So, ich habe mir schon mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und wir werden dann hier schon mal anfangen, ein kleines, aber feines Gebiet noch hinzubauen. Das kann auch lustig werden. Okay. Also, was ich hier vorhabe, ich habe hier vor eine Menge Einkaufsmöglichkeiten zu bieten. Das sollte wahrscheinlich so ein schöner kleiner Block werden. Also, brauchen wir eben so einen Block, den ich sowieso vorhatte zu bauen. Machen wir so ein bisschen. So, quasi das hier als Block einkaufen. Da drumherum Wohnblöcke. Die schon etwas enger dran gebaut sind. Wenn ich mal richtig treffen würde. Ja. Würde es gehen. Das Ganze muss ich dann auch noch mit Wasserrohren und sowas verlegen. Und Strom muss ich auch noch herholen. Das dürfte reichen. Jetzt einmal das Ganze hier. Vernünftig hier ranbringen. Oh. Ups, kein Geld. Oh oh. Hehehe. Ist zu viel ausgegeben wohl. Ups. Dann heißt es wohl warten auf Geld. Und so lange müssen die hier ohne Wasser auskommen. Oh Mann. Ach, der ist ein bisschen. Dann mache ich es nicht so ganz lang. Weil dann haben die schon mal immerhin Wasser. Hier kann ich auch schon mal ein bisschen ranholen. So gut es geht. Ja, das ist so ein Problem beim Starten, wenn man so wenig Geld hat. Dann könnte ich mal eben hier schon mal die Industrie hier ranholen. Ich habe bis jetzt auch noch keinen wirklichen Plan, wie die Stadt später aussehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier
die Autobahn gerne ausbauen möchte, wenn es soweit ist. Deshalb möchte ich diese Fläche hier, so größtenteils frei halten. Und nicht so nah anbauen, dass ich die Autobahn auch vernünftig durchlegen kann. Wie gesagt, ich will das da vorne hinhaben. Wo ich dann alles verteile, sprich, hier möchte ich dann gerne, oder hier möchte ich dann gerne das Industriegebiet haben. Oder was sich hier rüberzieht. Teils. Denn ich möchte hier auch Touristen. Das würde sich an dieser Stelle auch lohnen. Oder hier vorne die Touristen hin. Auf jeden Fall dann irgendwo da, wo es praktisch ist mit Passagierhafen. So, jetzt haben wir auch wieder Geld. Weiter Wasserrohre legen. So, jetzt brauchen wir nur noch Strom. Ich glaube, jetzt hole ich mal von hier. Es reicht auch nicht mehr. Der liebe Strom. Zack. Fangen wir dann auch gleich mal an, hier Leute einziehen zu lassen. Und hier möchte ich gerne das so haben. Huch, nein, so nicht so. So ist es schon, aber nicht so. Können wir denn mittlerweile hier vorne wäre, müsste auch ein Park hier, also hier an der Stelle. Ist der Park ist zu groß. Zu groß. Mist, die sind alle nicht symmetrisch. Ja, super. Wie wär's hiermit? Ja, da wäre es symmetrisch. Weil da kommt ihr dann auch irgendwann noch mal eine Straße hin. Wir brauchen dafür 6000. Zu viel. Wobei das ja auch symmetrisch ist. Bauen wir das da hin. Bitte was? Ernsthaft. Entschuldigung. Was wussten? Geht nicht anders. Ach, na super. Ja, ich weiß, dass ich kein Geld habe. Bitte beschafft mir Geld. Aber schnell. Mein Gott. Ja. Du kommst auch noch Strom. Nein, das wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Weil halt eben das Geld fehlt. Weil wir haben eigentlich den nächsten Meilenstein. Bei 2600 Einwohnern. Okay, dann würde auch der Bus dann gehen und wir könnten Recycling-Anlagen dann bauen. Das sind die Recycling-Anlagen. Das habe ich auch vergessen zu zeigen. An einer Stelle hingesetzt, wo auch das Gefängnis ist. Ich glaube, ich werde da nochmal ein Bild gleich einblenden. Wenn ich es nicht vergesse. Und zwar, ich sag's lieber nicht jetzt dann. Wobei, ich müsste jetzt auch eher suchen. Ach, ich bin jetzt einfach ein, wenn ich da drüber rede. Passt dann am besten.
ist ja klar, dass sie keinen Sturm kriegt, weil ihr einfach zu dumm zum Scheißen seid. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ach, bei euch ist einfach immer so. Dass ihr mal das Licht angeht hier. Und ich müsste auch mal dann so langsam anfangen hier. Wobei, ich könnte hier noch ein bisschen Industrie ausbauen, ja, so ist es nicht. Ich glaube, das mache ich auch. Dass ich hier einfach mal ein bisschen die Sicherheit habe. Und auch ein paar Industrienzweige. So, und jetzt brauche ich Strom. Und ich habe kein Geld. Kann ich noch ein Nein, kann ich nicht. Okay. Dann muss ich warten. Oder wir. In der Tat spule ich mal ein bisschen vor. Also das geht ein bisschen schneller reinkommt, denn wir brauchen ja 7000. Oh Gott. Ich muss mir unbedingt noch was anderes einfallen, was wie Strom. Boom, eine Kleinstadt. Sehr schön. Man braucht halt eben nur Geld. Aber man produziert nicht mehr Strom. 20. 8 Watt. Ja, die produzieren ein bisschen mehr Strom. Dann baue ich davon auch mal 2. Das ist ja immer noch besser als nichts. Und hiervor müssen wir dann auch wegkommen. Da gibt es so ein schönes Gebäude. Oh, kam die Feuerwehr nicht pünktlich hier hin? Haben wir denn eigentlich eine Feuerwehr? Ist eine Frage. Nein, haben wir nicht. Ist ja super. Und ich bräuchte also sogar noch 2 Feuerwehren. Weil ich, wenn man genau ist. Ah, super. Da hat der Zukunftsbeam vorher noch einiges zu tun. In der nächsten Aufnahme. Oh Gott. Hilfe. Ja, tut mir leid, dass es gerade nicht so wirklich vorangeht hier. Wobei, hier könnt ihr noch ein paar hinziehen lassen erstmal. Weil ich das erstmal nicht brauche, den Platz. Beziehungsweise wir brauchen jetzt erstmal Einwohner, um ans Geld zu kommen. Zumindest mal für eine Feuerwehr. Und ein Friedhof. Wäre auch nicht schlecht. Den könnte ich sogar so eigentlich sogar schon bauen. Das ist aber nur leider ein bisschen schlecht, weil ich dann das Gebiet hier nicht so wirklich abarbeite. Aber eine Feuerwehr ist jetzt in dem Moment gerade wichtiger. Aber ich würde sagen, das übernimmt dann... Wie soll man das machen? Ich dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann also in der nächsten Aufnahme wieder. Tschüssi!